Ja, mein Name ist Holger Schettler, ich bin Vorstand der Stiftung Treergern Filmwerk und unsere gemeinnützige Stiftung betreibt das Murnau und Masolle Forum. Diese Idee haben wir schon länger. Wenn man ein Museum aufmachen will, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen. Aber wir sind der Meinung, dass es wirklich Zeit wurde, dass den beiden bedeutenden Filmpersönlichkeiten der Stadt Bielefeld endlich ein Zuhause gegeben wird. Friedrich Wilhelm Murnau wird in der Stadt im Prinzip nicht wirklich wahrgenommen und Josef Masolle noch viel weniger. Und das wollen wir mit dem MUMA Forum ändern und haben das damit jetzt auch geändert. Friedrich Wilhelm Murnau ist einer der wichtigsten Stummfilmregisseure. Er hat mit seinen Filmen absolute Filmgeschichte geschrieben, hat neue Wege mit seiner entfesselten Kamera beschritten, künstlerische Wege neu beschritten. Josef Masolle ist einer der Miterfinder des Tonfilms. Sein Lichttonfilmverfahren hat sich schließlich weltweit durchgesetzt. In unserem Forum haben wir zwei Hauptbereiche. Das eine ist die Dauerausstellung. Dort widmen wir uns diesen beiden wichtigen Filmleuten. Und dann haben wir einen Bereich für Sonderausstellungen, wo wir einmal im Jahr wechselnde Ausstellungen zeigen wollen. Zurzeit läuft die große Illusion, unsere Kinoausstellung. Und dann haben wir noch ein kleines Kino mit 30 Sitzplätzen. Also zusätzlich bemühen wir uns in diesem Museum zwei Dinge zusammenzuführen, die man bisher so nicht zusammengeführt sieht, nämlich die Filmkunst und die Filmtechnik. Murnau hat spätestens in seinem Film Der letzte Mann gezeigt, wie wichtig ihm die Filmtechnik ist, um seine künstlerischen Ambitionen umzusetzen. Und auch das will unser Museum damit deutlich machen, wie wichtig die Filmkunst und die Filmtechnik ist und wie sehr sie zusammengehören, nach dem Motto: ein Filmregisseur ohne Filmkamera ist nichts und die Kamera ohne den Regisseur auch nicht.